Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Star Revenge 0.5 Unused Levels. Ja, im letzten Part sind wir endlich weitergekommen und haben die Spitze des Wolkenkratzers erklommen und haben einen sehr seltsamen Bob-Omb gefunden, der mir keine Eiscreme geben wollte. Warum auch immer, obwohl ich ihn ganz lieb gefragt habe, aber naja, er wollte einfach nicht. Und ja, jetzt sind wir hier und sammeln 100 Münzen. 22 habe ich schon mal im Gepäck. So, den möchte ich auch noch, danke. Ich möchte kurz nach oben gucken, da... Rein theoretisch muss man einen Schatten noch in den Texturen sehen. Sieht man aber nicht. Man sieht nur ein Lakitu. Ach, wenn sich die Kamera nicht mal bewegen würde, dann wäre es ganz schick. So. Ach, du bist unten, das ist schön. So. Geh nicht so ab. Was ist mit ihm los? Der will irgendwie in diese Ecke. Der sucht dort was. Er wird sie finden. So. Das wird ja mal schlimmer mit der Kamera. Also, wirklich, das ist unmensch. Also. Okay, Safe State setzen, falls ich sterbe. Ah, da geht schon wieder die Lust ganz nach oben. Also wirklich, warum funktioniert das mit der Kamera eigentlich nicht? Ich meine, so schwer kann es eigentlich nicht sein. Warum hat Nintendo das nie hinbekommen? Ich meine, schwer kann es wirklich nicht sein. Ach, nee. Dass man den Lakitu, einer der am schlechtesten bezahlten Kraft einsetzen muss, ist echt, naja. So, haben wir. Save State. Wunderbar. Jetzt müssen wir dich leider auslocken. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich alle Münzen bekommen werde. Oder zumindest so viel wie möglich. Okay, das waren so wenig wie möglich quasi. Aber okay. Das ist okay. Ich beklage mich nicht. So, da ging es ja weiter hoch, genau. Dann gehen wir erstmal... Boah, Kamera. Furchtbar. So, gehen wir erstmal hier lang. Okay, das war ein bisschen knapp. Ich denke mal, hier ist ein neuer Abschnitt. Hier kann man ein Safe-State setzen. Ich muss hier wirklich jede einzelne Münze hier sammeln. Weil ich sonst... Okay, weil ich sonst die Angst habe, dass ich vielleicht am Ende zu wenig haben könnte. Aber okay. Wenn es weitergeht, wird es auch so sein. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo zur Hölle dieser Bob-Omb sein sollte. Okay, ich habe jetzt so viele Münzen wie möglich einsammeln können. Ja. So, haben wir. F5. So. Mal schauen, gibt es hier noch irgendwo außenstehende Gegner? So, hier gibt es keine. Da hinten werde ich sicherlich nicht hingehen. Warum existiert dieser Ort? Warum soll das zur Kulisse dienen? Das ist furchtbar. So, hier ist also gar nichts und diese Münzen will ich mir nicht holen. Also gehe ich wieder. Hier muss ich echt nicht hin. Ein unschöner Ort. Alles so heiß. So, kurz F5 gepresst. Ist hier eigentlich ein Teleporter? Nee, hätte ja sein können, hätte ja sein können. Aber ist es leider nicht. So, hier erwartet mich nur Feuer, das bringt mir kein Geld. Deswegen kommst du mal her, du gibst mir ein bisschen Geld. Bin ich sehr lieb. Okay, die habe ich bekommen. Das ist schön. Ich sag dazu einfach mal nichts. So.
So, und du kommst wieder her. Ich raube dich aus, mein Freund. Du kannst nichts dagegen tun. Yay. Okay, den habe ich bekommen. Den habe ich auch bekommen. So, jetzt mache ich keine halben Sachen hier. Und jetzt geht's sofort rund. Ach, was erwartet mich denn hier? Heilige Scheiße. Mario, jag mir keine Angst ein. Das ist ja furchtbar. So, alles klar, dann du auch nochmal sterben. Und ich verstehe nicht, das hier könnte auch ein Teleporter sein, oder? Das ist aber nicht. Warum nicht? Das wäre cool. Gibt es hier irgendwie so ein Bob-Omb? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Aber gibt es anscheinend nicht. Okay, ich kann auch nicht so weit hochgucken, um zu sehen, ob da auch wirklich eine Nische sein könnte, wo ein Bob-Omb sein könnte. Naja. Und da bin ich verbrutzelt. Mal wieder. Aber meine Güte. Ha. Gekonnt ausgewichen. Yay. So, ich hoffe, ich komme dann auch wieder zurück. Aber müsste ich eigentlich. Sollte ja kein Problem sein. Nein, du bleibst mir verbleib. Warum schießt du eigentlich Katzenköpfe? Das finde ich nicht schön. Das ist brutal. So, nein. Münze, das reicht ich jetzt nicht so. Ich bin dein Lebensretter. So, ich habe dich jetzt gerettet, jetzt schuldest du mir Geld. So, okay. Ein theoretisch? Nein, das geht leider nicht. Ach, okay, du kommst noch her. So, dahin kann man leider nicht hinspringen. Das ist sehr traurig für mich. Oh, hier ist noch eine rote Münze. Oh, die sechste schon. Hui, das geht ja flott. Ich nicht erwartet. Jetzt soll ich nur keine Scheiße bauen. Am besten ist jetzt mal ein Safe State hier. Ach, da kommt ja noch einer. Und 92 Münzen, also es sollte locker machbar sein. So, aber auch hier sehe ich keine Möglichkeit für einen Bob-Omb. Das sieht so eckig aus. Aber es hat nichts zu heißen. Okay. Okay, ich hatte mich gerade voll für diesen Grafikfehler da erschrocken, der da hinten ist. Na, hacke mal jetzt nicht. Aber ist ja auch egal. Spielt ja keine Rolle. Ich dachte schon, da wäre irgendwie so die Flut oder sonst was. Ach du Scheiße. Du hast mich ein bisschen erschrocken. Ja, okay. Puh. Spende doch nichts. Lass die armen Klempner verhungern. So, sinnloses Schild. Das ist sehr schön. So, und was ist hier? Metal Mario. Na schön. Also relativ sinnlos. Gibt's hier denn noch irgendwas an den Seiten, was mich interessieren könnte? Nein. Dass man diese Kamera nicht drehen kann. Ich meine, hier ist kein Widerspruch. What? Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Es war irgendwie ein bisschen scary. Alles klar, na gut. Okay, niemals Kamera drehen, wenn man an der Wand steht. Warum auch immer er sich da durchgeglitscht hat. Ich meine, ich habe mich nicht bewegt. Ich habe einfach bloß die Kamera ein bisschen gedreht. Was zur Hölle ist hier los? Sehr creepy. So. Aber, meine Güte. Ich opfer mich ja gerne. Nein. Und mach das hier nochmal. Und immerhin, ich habe eine Münze bekommen. Im Gegensatz zu letztes Mal, wo ich nur 0 bekommen habe. Ja, so traurig ist es leider. Und hier war ja eh nichts. Also von daher. Jetzt ist halt die Frage, wie springt man am besten zurück. Ich weiß schon. Okay, gut, ich laufe lieber zurück. Denn so will ich nicht. So will ich nicht jumpen. So will ich nicht runterfallen. So, das könnte jetzt hier ein bisschen spannend werden, da ich immer nicht sehe, was denn hier als nächstes kommt. Aber bisher läuft's. Solange ich mich nicht wieder irgendwo durchglitsche.
Ist eigentlich alles schick. Kann ich mich nicht beschweren. So, nun bin ich wieder hier. So, was wollt ihr jetzt von mir? Hm? Erstmal Safe State. Ihr wollt Safe States, das weiß ich ganz genau. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Jetzt habe ich ein Safe State Set. Und ihr seid schuld. Also, naja. Meckert nicht. Kommt damit klar. Okay, hier kommt man zurück. Das ist schön. Und ich stand gerade ein bisschen in der Wand. Ich hoffe, es hat niemanden gestört. Ich hoffe, niemand hat sich belästigt gefühlt. Und da taucht dann der Münzstern. Ja, freilige Scheiße. Finde ich nicht gut. So, damit haben wir auch diesen Stern. Ja, wunderbar. Du hast ja 100 Münzsterne gesammelt. Damit hast du nun einen Stern, den niemand mag. Ja, das war ja auch der Text von Bob-Omb, nur ein bisschen verändert. So, jetzt müssen wir die 100 Münzen nicht verändern. So, wie viel haben wir jetzt? 6 immer noch. Heilige Scheiße. Hm. Okay, aber ich habe ja gerade einen Safe-Sale gesetzt, also von daher kann es mir doch egal sein. So. Genau, rote Münze. Nein, gib sie. Ich glaube, bei der letzten Münze werde ich hier auch Probleme haben. Es war so klar. Dieser Rückstoß, der ist so unmenschlich. Das Spiel ist unmenschlich. Jetzt mal Safe State. War vielleicht ein ungünstiger Punkt, aber dann machen wir halt jetzt noch einen. So. Ja. Aber man merkt, ich werde schon wieder leicht aggressiv. Weil ich hier einfach nichts hinbekomme. Aber übrigens, sowas in meinem Skill. So. Okay, ich wäre zwar eigentlich gesprungen, aber natürlich muss das nicht sein. Und da habe ich vergessen, noch B zu drücken. Ja, ja. Was gibt Schöneres? Yeah. So. Okay, es war schon etwas knapper. Ach, Lakito. Bleib mir doch vom Leib. Oder stirb. Okay, aber ich denke mal, was die Münzen hier angeht, darüber muss man sich keine Gedanken machen. Ach, da haben wir ja schon die nächste. Ich bin überrascht, dass der Dreifachsprung funktioniert hat. Okay, jetzt aber Stern. Ja, wunderbar. Stürm. Ja, das ist natürlich auch ein schönes Wort. Stürm. Habe ich die hier eingesammelt? Nee, war. Ach, nee. So, diesmal hat es funktioniert. Jetzt brauche ich nur noch eine rote Münze. So, aber da ich weiß, dass ich die eh nicht bekommen werde, hasse ich das hier schon mal alles. Ich hasse das einfach alles. So, ja, erstmal rumwagen. So, das tut gut, weil ich jetzt auch gerade alles verloren habe hier. Alles verloren, was mir jemals am Herzen lag. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wird die Kiste so komisch geschoben. Das verstehe ich immer nicht ganz. Ich meine, ich kann es mir ein wenig denken, aber trotzdem ist das ganz schön verrückt. So, und wie befürchtet. Obwohl, es geht ja noch hier weiter. Hier ist aber keine rote Münze. Hier ist auch keine rote Münze. Also, was machen wir? Wir springen hier rauf. Und töten ihn. So, denn töten ist ein schönes Gefühl. Zumindest in Super Mario. So. Nein. So, gibt es hier irgendetwas? Nein, gibt es nicht. So, dann bin ich mal gespannt. Das hatten wir hier schon mal. So ein bisschen dieser Art. So, gibt es hier mal ein bisschen Lebensenergie. So, sonst komme ich hier. Ach nee, da hinten ist das doch. Das wäre cool gewesen, wenn ich auf einem Goomba gelandet wäre. Aber, naja.
Man kann nicht alles im Leben haben. Aber also, damit hätten wir eigentlich die 100 Münzen schon gewiss. 100 Münzen. 8 roten Münzen. Sorry. Ist ja fast dasselbe. Was stimmt denn? Das war ja auch noch gewiss. Das habe ich ja ganz vergessen. Ha. Und hier sind ja auch noch allerhand Münzen. Jetzt verwechsel ich das hier andauernd. Ist natürlich not so gut. Aha, wen stört's denn? Oh, okay, das war ein bisschen spannend. Okay, Moment, das kriege ich hin. Wunderbar, yeah, 120 Münzen genau. Das ist doch schön. Metall im blauen Himmel. Oh ja, das ist echt. Naja, eigentlich ist das ja quasi Metall, je nachdem. So, und es erwartet ja quasi uns noch eine Mission. Dann hätten wir dieses Spiel quasi komplett und müssen noch den Boss besiegen. So, Distanzschüsse im Wolkenmeer. Ach ja, ein wunderschöner Name. Jetzt habe ich nur leider immer noch keine Ahnung, wo der wunderschöne Bob-Omb sein soll. Ich habe ja nur einen gefunden und der will mir einfach nur keine Eiscreme geben. Was ich immer noch sehr traurig finde. Wofür ich mich jetzt in die Ecke setzen werde nach der Aufnahme und weinen werde. Und dann werde ich mir eine Schachtel Eis holen und sie vor Frust oder aus Frust essen. So, aber bis dahin, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich werde die Party beenden. Danke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.